Hi, ich lebe in einem Wohnheim und heute möchte ich euch gerne mal erzählen, wie das so ist und warum ich mich dafür entschieden habe. Es ist ja gerade wieder ein Abi-Jahrgang durch, deswegen dachte ich mir, vielleicht sind einige von euch gerade auf der Suche nach einem Studienplatz und gerade wenn der irgendwo in einer anderen Stadt ist, auch auf der Suche nach einer neuen Wohnung und ja, vielleicht könnte das deswegen ganz interessant sein. Ich habe vor 3 Jahren mein Abi gemacht und zwar in Bayern und ich bin dann hierher nach NRW gezogen zum Studieren und ja, der erste Gedanke, den ich so hatte, was das Wohnen angeht, war vielleicht eine WG oder sowas, aber dann ist mir aufgefallen, dass mir irgendwie der Gedanke nicht so gut gefällt, hier in eine fremde Stadt zu ziehen, wo ich niemanden kenne und dann bin ich auch noch in der WG mit 3 Leuten oder so, die ich nicht kenne. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Deswegen, ich wollte erstmal für mich alleine sein, ich wollte erstmal ankommen und deswegen, ja, habe ich eben gezielt nur nach Möglichkeiten gesucht, wo ich alleine wohnen kann. Da ich mir mein Studium selbst finanziere, war es mir natürlich wichtig, dass ich eine Wohnung finde, die nicht allzu teuer ist, aber gerade hier so im Raum Köln oder einfach generell in Großstädten ist das natürlich nicht ganz so einfach. Auf die Idee mit dem Wohnheim hat mich dann meine Mutter gebracht, weil sie auch früher selbst schon in einem Wohnheim gewohnt hat. Und zwar war sie Krankenschwester und da gab es immer die Möglichkeit, auch in so Schwesternwohnheimen zu wohnen. Das heißt, ihr merkt schon, diese ganze Wohnheimgeschichte, die beschränkt sich jetzt nicht nur auf Studenten. Und ich fand die Idee gar nicht so schlecht und dachte mir, okay, das kann ich mir ja mal angucken. Vielleicht irgendwie nur so fürs erste Semester oder einfach für den Einstieg, bis ich Leute kennengelernt habe hier, die ich gerne mag und bei denen ich mir dann auch sage, okay, ich könnte mir vorstellen, mit denen zusammenzuziehen. Wie ihr seht, bin ich immer noch hier und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie keine Freunde gefunden hätte oder dass es irgendwie in meinem Bekanntenkreis jetzt keine Leute gibt, mit denen ich mir vorstellen könnte, zusammenzuziehen, sondern einfach daran, dass ich das ganz praktisch fand. Ich dachte mir, okay, jetzt bin ich hier schon, ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, ich sehe irgendwie gar keinen Grund, hier auszuziehen, weil ich habe hier auch so meine eigene kleine Küche, mein eigenes kleines Bad und ich kann mich da selber um alles kümmern. Ich meine, ich muss nichts teilen und ich kann selber entscheiden, wann und wie gründlich ich putzen will und ja, das hat schon was. Für mich persönlich war es auch super praktisch, dass das Ganze hier möbliert ist. Das heißt, ich bin nicht eingezogen und da war ein leerer Raum, sondern die Möbel waren schon drin. Und auch wenn ich jetzt ja hier schon einige Sachen stehen habe, bei denen ich mir denke, okay, das würde ich mir selber so jetzt nicht kaufen, ist das jetzt doch nicht schlimm oder so. Die Sachen sind relativ neutral, das ist alles in Ordnung. Und es ist einfach halt total praktisch, gerade wenn man aus einer Stadt kommt, die sehr, sehr weit weg ist, wo man einfach lange Wege hätte, um Sachen hin und her zu transportieren. Oder auch hier, ja, wenn man halt kein Auto hat. Ich habe kein Auto, ich hatte hier am Anfang keine Leute, die ich kannte, bei denen ich hätte sagen können, hey komm, wir fahren jetzt mal gemeinsam in ein Möbelhaus und holen irgendwas oder ja, alles weitere wäre halt auch mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen. Und nachdem ich ja das Budget relativ niedrig halten wollte oder auch ja, einfach nicht so viel zur Verfügung hatte, war das halt sehr, sehr praktisch. Wenn ihr den Gedanken jetzt total furchtbar findet, irgendwo einzuziehen, wo die Möbel schon von 10 Leuten vor euch benutzt wurden, dann macht euch keine Sorgen, in den meisten größeren Städten gibt es die Option zu wählen. Das heißt, man kann entweder ein Wohnheim nehmen, das schon möbliert ist, oder aber auch eins, wo das Zimmer wirklich leer ist und wo man ja halt quasi nur für den Raum bezahlt und wo man dann den Rest so einrichten kann, wie man das möchte. Auch sehr schön ist es, dass es jetzt speziell in meinem Wohnheim sehr schnelles Internet gibt, was natürlich praktisch ist, wenn man, ja, wie ich, YouTube macht und ja, es halt wichtig ist, dass die Videos schnell online gehen und man da nicht stundenlang warten muss. Und die zweite Sache, die sehr, sehr gut ist, ist, dass wir Waschmaschinen und Trockner hier im Keller haben. Das heißt, ich muss nicht extra irgendwo hingehen, um meine Wäsche zu waschen, sondern ich kann das hier im Haus machen und das ist auch ganz gut, weil hier in der Nähe gibt es auch keinen Waschsalon oder so. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich sonst mit meinen Klamotten irgendwo durch die Gegend gucken und ja, da ist das definitiv so die bessere Lösung. Gerade wenn man neu in eine Stadt kommt, ist es außerdem sehr praktisch an Wohnheimen, dass man hier wirklich schnell neue Leute kennenlernt. Das heißt, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das Glück hatte, dass mein Nachbar hier, der da drüben gewohnt hat, ja, dass er auch gleichzeitig mit mir angefangen hat und dass wir das gleiche Studienfach hatten. Das heißt, wir konnten zum Beispiel schon direkt zusammen zuerst die Woche gehen und waren deswegen beide nicht mehr alleine dort und ja, das war auch ganz nett. Hier gibt es auch jede Woche irgendwelche Programmpunkte. Das heißt, es gibt Leute, die gemeinsam joggen gehen oder die gemeinsam ins Kino gehen und es wird hier gemeinsam gekocht und so weiter. Es gibt eine Küche hier und eine Bar, in der gemeinsam gefeiert wird und so weiter. Also lauter solche Dinge, wenn man irgendwie schnell Anschluss finden möchte, dann ist so ein Wohnheim halt echt auch ganz praktisch. Was ich jetzt schon mehrfach gefragt wurde, ist, ob es in einem Wohnheim so spezielle Regeln gibt, die irgendwie total streng sind. Das heißt, sowas wie ab einer bestimmten Uhrzeit darf keiner mehr zu Besuch kommen oder keine Ahnung, man darf keine Leute generell in seine Wohnung lassen, das gibt's auf gar keinen Fall. Also hier zumindest nicht. Ich denke mal, dass es in den meisten anderen Wohnheimen auch so ist, dass man da halt einfach ganz normal wohnt. Und es gibt so ein paar zusätzliche Dinge, auf die man achten muss. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt hier keine Nägel in die Wand hauen darf. Also ich dürfte auch jetzt irgendwie kein extra Regal aufhängen oder ein Bild an die Wand hängen oder so. Ja, also halt quasi nichts in die Wände machen. Aber wie ihr seht, ich habe im Hintergrund auch so ein bisschen Postkarten dran kleben mit Tesafilm, der sich dann wieder ablösen lässt. Das ist in Ordnung, aber ja, halt keine Löcher in die Wand. Kommen wir zu den negativen Punkten. Die meisten Wohnheimzimmer sind relativ klein und das ist auch bei mir der Fall. Das heißt, das, was ich hier habe, ihr seht da immer nur einen Teil davon. Ja, und das ist tatsächlich schon ein Großteil des Zimmers. Ich habe hier nämlich 18 Quadratmeter insgesamt. Das ist natürlich nicht sehr groß. Für mich ist das in Ordnung. Ich habe nicht so viel Zeug, aber ich kann mir vorstellen, für manche Leute, gerade wenn man hier eben länger ist, ja, dass einem da schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. In meinem Zimmer ist es jetzt auch speziell so, dass das Bad schon relativ alt ist und auch bei den Möbeln sieht man halt sehr, sehr deutlich, dass das schon viele Leute vor mir benutzt haben.
haben. Das heißt, das ist auch alles ziemlich verschrammt und so weiter. Also man kann alle Sachen noch gut benutzen, aber man merkt halt einfach, hey, ja, das ist kein neues Zeug und ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so cool ist. Die Waschmaschinen sind mein persönliches Lieblingsthema. Ich denke mal, jeder, der mir auf Twitter folgt, hat das inzwischen schon mal mitbekommen, denn ich reg mich da häufiger mal drüber auf. Einerseits ist es natürlich cool, dass man die im eigenen Haus hat, weil hier drin im Zimmer wäre das nicht möglich, hier irgendwas anzuschließen. Es ist kein Anschluss da und es ist auch einfach kein Platz da für eine eigene Waschmaschine. Deswegen ist es gut, dass die unten im Haus sind. Allerdings sind das halt nur sehr wenige Waschmaschinen für sehr viele Leute, die hier wohnen. Und ja, die verschiedenen Leute haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Hygiene ist und sehr viele unterschiedliche Vorstellungen davon, wie viel Waschmittel man braucht. Das heißt, man hat manchmal so die Situation, dass halt alles total verklebt ist und so ein bisschen eklig und manchmal hat man die Haare fremder Leute an seiner Wäsche und so. Das ist, ja, ist natürlich alles nicht ganz so toll, aber ja, das passiert halt einfach, wenn man zu mehreren das nutzt. Was mich persönlich am meisten nervt und das ist mir auch heute erst wieder passiert, ist, ja, dass mir halt dann und wann mal Sachen geklaut werden. Heute zum Beispiel sind mir Sachen direkt aus der Waschmaschine geklaut worden. Also die Waschmaschine ist noch gelaufen, jemand hat die angehalten und Sachen rausgenommen und hat auch meinen Wäschekorb mitgehen lassen und so weiter. Das ist natürlich super ätzend, ja, aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen davon abhängig, mit welchen Leuten man so zusammen wohnt. Hier ist es halt sehr, sehr groß und deswegen, ja, kann ich da leider nicht nachverfolgen, wer das war und das kotzt mich ziemlich an. Dann ziehen hier auch ständig neue Leute ein und aus. Das heißt, man hat irgendwie so das Gefühl, wenn man den Gang lang geht in seinem Stockwerk, dass sich irgendwie alle paar Wochen die Namensschilder ändern. Einfach, es liegt so ein bisschen daran, dass viele Leute auch nur irgendwie für ein Praktikum hier sind oder für ein Auslandssemester oder so und halt dementsprechend nach einer gewissen Zeit wieder gehen. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich habe jetzt hier nicht so die krasse Beziehung sozusagen zu den ganzen Leuten um mich rum, dass es mir irgendwie voll wichtig wäre, dass ich, ja, meine Nachbarn genau kenne oder so. Aber für den Fall, ja, dass dir das wichtig ist, dann würde ich vielleicht eher raten zu gucken, ob vielleicht eine WG eher was ist, weil, ja, das so ein bisschen konstanter ist, man da eine engere Bindung zueinander hat und hier ist das halt so, ja, man hilft sich schon mal aus, wenn irgendwie jemand, keine Ahnung, kein Klopapier mehr hat oder so, aber ansonsten, ja, lebt doch jeder so ziemlich für sich, wenn man sich eben nicht unbedingt an diesen Gruppenaktivitäten beteiligt. Bei einigen Aspekten ist es natürlich so, dass die ganz, ganz stark variieren werden, je nachdem, welches Wohnheim ihr euch anschaut, aber ich wollte das einfach mal generell erzählen, auch damit ihr so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wie ich hier wohne. So als Fazit würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall nochmal hierher ziehen, wenn ich jetzt in der gleichen Situation wäre. Wie gesagt, der Umzug ist echt sehr, sehr stressfrei verlaufen. Ich hatte hier nichts mehr zu tun mit Möbeln und so weiter. Ich musste einfach einziehen und es lief einfach alles. Und ja, der Geldbeutel dankt mir auf jeden Fall, dass ich hier wohne jetzt inzwischen seit 3 Jahren. Nicht mehr lange, in 2,5 Monaten werde ich umziehen und darauf freue ich mich auch schon sehr, sehr doll einfach, weil es dann doch eine ganz coole Sache ist, wenn man sich halt mal selber einrichten kann. Hier drin hat man doch immer mehr so das Gefühl, als wäre man zu Gast. Es ist doch ein bisschen so ein Hotel-Feeling, auch wenn ich, wie gesagt, 3 Jahre, ne? Ist ein sehr, sehr langes Hotel quasi, aber man fühlt sich ja trotzdem nicht so ganz zu Hause, wie man das in der Wohnung tut, die man halt komplett selbst eingerichtet hat. Um ein Zimmer im Wohnheim zu bekommen, muss man sich meistens beim Studentenwerk bewerben. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze überlegt und euch denkt, okay, das könnte vielleicht für mich in Frage kommen, dann schaut einfach mal in eurer Stadt oder in der Stadt, in die ihr ziehen möchtet, nach dem Studentenwerk oder schaut auch mal online. Manchmal sind da auch schon Bilder online, wo man dann ein bisschen durchklicken kann, um zu sehen, in welchem Zustand ist das denn, wie alt sind die Sachen, wie groß ist das und so weiter. Weil bei mir zum Beispiel war es so, dass ich vorher hier keine Besichtigung hatte, sondern ich war da im Studentenwerk und die haben gesagt, okay, wollen sie die haben oder wollen sie die nicht haben? Schnell, ja, nein, Entscheidung. Es gibt viele Leute, die sich darum bewerben und ich habe dann halt einfach ja gesagt und wusste nur die Quadratmeterzahl, hatte ein Foto im Internet gesehen und dann war das geregelt. Also ich hatte hier, ja, keine so eine klassische Wohnungsbesichtigung. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, dann schreibt die mir gerne unten in die Kommentare und erzählt mir doch auch mal, wie ihr so wohnt. Da oben auf dem i und unten in der Infobox kommt ihr jetzt noch zu weiteren Videos zum Thema Studium. Schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder und bis dann. Tschüss!